schon wieder da. Wie das? Gib uns Samen, bitte. Ein Pinata wird gejagt. Was? Oh, der Fuchs ist da. Der jagt jetzt das Bunnycomb, befürchte ich. Aber dafür, oh mein Gott. Dafür haben wir dann einen Fuchs. Oh mein Gott. Alle haben Angst. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Ich will das nicht mehr spielen, Sebi. Alle haben Angst vor dem Fuchs. Er geht auch wieder. Er geht wieder. Gut, gut. Uns geht's auch gut. Was ist das für ein Spiel? Das ist Viva Pinata. Das ist eigentlich ein Xbox 360-Spiel. Oh Gott. Aber das ist eben auch in diesem Game Pass mit dabei auf der neuen. Und das kann man eben auch zu zweit spielen. Und im Endeffekt macht man hier nur seinen Garten und lockt lustige Pinata-Tierchen an. Schau dir an, wie er sich anschleicht. Ja, wie unsere Katzen. Oh mein Gott. Die Dramaturgie ist nicht auszuhalten. Und es wedelt noch ganz lieb mit seinem Schwanz. Furchtbar. Oh, guck, jetzt ist er enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat. Aber, weißt du was, ich habe gute Nachrichten für dich. Du musst mal genau drauf achten. In dem Spiel stirbt nämlich niemand. Die gehen ja dann kaputt und dann fliegen die Scherben in die Luft und setzen sich außerhalb der Gartengrenzen wieder zusammen. Die sind halt dann wieder schwarz-weiß, weil sie die ganzen Süßigkeiten verloren haben. Aber die sterben nicht. Die werden quasi nur wieder wild. Ich glaub dir kein Wort. Ist aber so. Der Wurmli ist eh schon verliebt. Voll cool. Doch, achte mal drauf. Das ist wirklich so. Hier stirbt niemand. Das ist ein ganz gewaltfreies Spiel. Naja, ich meine. Oh, jetzt greift der Fuchs an, glaube ich, oder? Tatsächlich. Die Wurmlis paaren sich, der Fuchs kämpft gegen den Hasen, alles eskaliert hier. Alles passiert gleichzeitig. Oh, ich bin da unten. Ja. Wie viel Herzchen brauche ich? Ich glaube, du brauchst 3, oder reicht sogar schon 1 eventuell, könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, tatsächlich, 1 reicht. Aber ich glaube, man braucht alle, damit man perfekten Nachwuchs kriegt. Sonst ist es nur so Bastard-Nachwuchs. Ich glaube, ich mag das Spiel nicht, schreibt die Theresa. Oh ja, aber, Gott, guck, jetzt, nee, jetzt guck genau hin. Guck dir genau, Nein, hin. Es ist alles ist gut. Furchtbar. Nee, es ist gar nicht schlimm. Schau. Verfolgt die Teile. Schau. Alles gut. Nichts passiert. Hoppelt schon wieder durch die Gegend. Und der Fuchs kann die Süßigkeiten essen. Und freut sich. Schau mal, was der noch so für braucht. Ah, der will auch noch einen Truthahn essen. So einen haben wir noch gar nicht. Oder. Ach, oder. Perfekt. Nicht weinen, Leute. Es ist alles gut. Wir können jetzt Karotten pflanzen und dann zieht der Hase wieder ein und dann werden die beiden Freunde. Oh, der Wurmi-Paarungstanz. Ich finde auch das Wurmgebäude echt cool. Das sah cool aus. Ja, das stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da lang mit Spaß haben kann mit dem Spiel, obwohl ich die Steuerung echt ein bisschen ist gewöhnungsbedürftig, ist ja auch. Ich meine, wie alt ist denn das Spiel jetzt? Bestimmt über 10 Jahre. Ah. Es ist sesshaft geworden. Schau, was das nicht wert. Das wird einen niedlichen, wuschigen Fuchs haben. Aufholen? Okay, jetzt hat Bart der Tinker geöffnet. Er kann Objekte herstellen, die du nirgendwo sonst erhältst. Bei Lotti bekommst du einige neue Gartendekorationen. Darunter eine sehr schöne Flagge. Ich glaube, Sidos hat auch neue Samen. Ja, ja. Das Übliche halt. Das Übliche. Das Ei. Soll ich das mal woanders hinlegen? Ja, warum nicht? Wie gesagt, verschiedene Böden dann ergeben oft verschiedene spezielle Dinger. Ah. Irgendwie finde ich das cool. Oh. Der ein wildes Spatzentier hat gerade schon wieder unsere Würmer, unsere frischen Wurmeltern anvisiert. Oh Gott. Also dann, jetzt können wir richtig loslegen.
Ich habe nie Hilfe gebraucht, als ich diesen Garten gepflegt habe. Mit dieser Schaufel kannst du tiefe Löcher graben. Oh Mann, Alter, ist das wirklich furchtbar. Hallo, mein umschweifiger Schnurstracks-Freund. Darf ich dich auf das Eintreffen meiner mobilistischen Behausung und das tinkeristische Werkzeug aufmerksam machen, das sich darin befindet? Ich selbst höchstpersönlich. Bitte schau vorbei, wann immer du Lust hast. Ja, ja, whatever. Oh mein Gott, nein! Nein! Ja gut, aber dann haben wir zwei Vögel, ne? Ja. So ist das. Vielleicht gleich mal noch eine Vogelbehausung bauen. Ja. Licker Toad. Ein Licketoad ist aufgetaucht. Wahrscheinlich hat er deine Schaufelverbesserung gesehen und denkt jetzt, dass du einen Teich graben willst. Ein Teich graben? Habt ihr in eurem Garten Eichhörnchen? Nee, oh, der ist ein ganz kleiner Wurm. Ja, der ist geschlüpft, guck. Cool. Nein. Die Steuerung ist echt... Die anderen Schultertasten. Ein Taffel, die Fliege, die Taffifli oder wie die heißt. Taffifly. Toffifli. Ah. Oh, und schon ist er groß geworden. Ah ne, der hat sich gerade verpuppt. Dauert jetzt ein bisschen, damit ein großer Wurm draus. Okay. Das war eine kurze Kindheit. Wenn man Samen mag, heißt das. Ich denke, du gibst dir nicht genug. Oh, was ist denn da? Ich glaube, das ist Mais. Ich kann mich noch erinnern. Das lockt bestimmt wieder irgendwas Neues an, so eine Maispflanze. Aha. So. Das ist gut. Ihr habt also nicht den Teufel... Ja, stimmt. Eichhörnchen. Das Böse im Versuch. Ich glaube, die sind schon wieder verliebt. Ist das nicht ein bisschen inzestuös? Ich meine, aber was soll's? Im Endeffekt bringt ja der Storch die Eier. Das funktioniert ja alles so ein bisschen anders. Na dann. Ah, oh, hier schläft dieses kleine blutrünstige Monster. Kommt. Ja, es ist schon ein niedlicher Fuchs. Versuch mal alle Herzen zu kriegen, ohne eine Bombe zu rammen, dann kriegen wir Superwürmer. Ich überlege die ganze Zeit, wie man am besten Geld verdient. Und ich glaube, man muss wirklich die Piñatas perfekt glücklich machen und dann muss man sie eben wegschicken auf Partys. Und dann wird man reich. Komm und hasch mich. Okay. Yay. Alle. Nice. Bonusmünzen 4. Oh, wir haben fast genug, um die Steinmauer zu zerstören. Cool. Aber ich würde auch eigentlich gerne die beiden Vögel da noch. Conker ist der Beste. Ja, ich freue mich schon drauf, Conker wieder zu spielen. Ist ja jetzt auch im Games Pass. Yes! Ich habe nie diese Live and Remastered Version von Conker gespielt. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Aber Eichhörnchen sind das Böse. Das stimmt. Das sind die Oberbösen. Was ist mit dem da? Geh mal drauf. Schau dir mal die Information an. Hat einen Brombeerstrauch gegessen, hat einen Rettichsamen. Ach so, Brombeersamen oder Rettichsamen? Einen Rettichsamen habe ich irgendwo rumliegen. Wirklich einen Samen? Da. Ich glaube, das ist ein Rettich, ach so, oder? Samen. Schau mal, ob man irgendwo einen kaufen kann, einen Rettichsamen. Bei der... Eine neue Stufe und Sidos feiert das mit einigen Dein... Aber ich glaube, bei ihr kann man vielleicht wirklich nur Früchte und keine Samen. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht... Bei ihr, oder? Ja, wenn, dann bei ihr. Aha, einer meiner Lieblingsgeldbeutel. Ich ach, da hinten ist ja eine Banjo-Kazooie-Statue, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, du magst nice. Gerne Samen. Ach, guck. Hier ist ein Rettichsamen. Ich würde das nicht kaufen. Ja, dein Mund. Mein Gott, das nervt mich. So. Objekt platzieren. Und ein Objekt platzieren. Und noch ein Objekt platzieren. Mein Gott, Ben. Der macht unsere Blumen kaputt, der Arsch.
Hallo, ich hab dir da einen Samen hingelegt. Kannst du ihn dahin senden auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ja, genau, leg ihm mal einen Samen. Aber nicht, dass du ihn einpflanzt. Absetzen auf B. B. Oder? Bin mir nicht sicher. Nö, geht er schon. Ah, guck, er geht schon von alleine hin. Sehr schön. Reicht das schon? Eine Pflanze vertrocknet irgendwo. Guck, sieh, das weint. Der Mais vertrocknet. Oh nein! Mein Gott, ist alles aufregend. Ja, ich habe noch nie erlebt, dass Pflanzengießen so spannend sein kann. Ah, da freut sich sie das. Jetzt geht's dem Mais wieder gut. So. So, und was jetzt mit der Schnecke? Guck sie dir mal an. Muss wahrscheinlich auch einen Brombeersamen noch essen. Ich weiß gar nicht, ob wir. Okay. Ich weiß nicht, ob wir einen Brombeerstrauchsamen überhaupt schon haben. Da müssen wir vielleicht Zidos nochmal anhauen. Wozu sind Schokomünzen gut, wenn nicht zum Ausgeben? An deiner Stelle würde ich das hier tun. Es lohnt sich. Glücksspiel, Sex und Gewalt. Das Spiel ist das personifizierte Verbrechen. Ich finde auch. Nee, haben wir noch nicht. Dann frag mal Sidos, vielleicht hat der welche. Vergiss nicht. Wir können jederzeit auch das Spiel wechseln, wenn es dir zu anstrengend oder zu doof wird. Oh, eine Stechpalme ist eine unter Umständen für manche giftige Pflanze, wenn ich mich recht erinnere. Ach, toll. Nur, dass du es weißt. Kann aber auch interessante neue Geschöpfe anlocken, natürlich. Da ist schon. Und wieder einer verpuppt. Ja. Das ist schon unser fünfter Wurm, Lee. Das ist geil. Das Spiel fängt halt quasi so ein bisschen mit Insekten und Kleintierchen an und eskaliert dann wirklich bis zu riesigen Elefanten und sowas. Das ist halt echt cool. Offenbar ist der Mais in deinem Garten der Grund dafür, dass ein Klackels hergekommen ist. Aber gern noch andere. Ich habe noch geöffnet. Komm herein und erleichtere deinen Geldbeutel um einige Schokomünzen. Buttergänse. Glaube ich, waren's. Wo das herkommt? Ich glaube nämlich, diese Motten oder so brauchen Gänse. Und Streamweg schreibt zu alt für. Also wie gesagt, ich wüsste nicht, woran es liegt. Meine Bitrate ist wirklich perfekt und auch mein Control-Stream, den ich offen habe, läuft eigentlich gut. Deswegen glaube ich bei mir, ich kann nichts machen. Vertrocknet. Wo denn? Irgendwo vertrocknet eine Pflanze. Mehrere Pflanzen vertrocknen. Ich steig mal schnell wieder ein. Kann gerade irgendwie mehr machen. Wüsste nicht, wo hier eine Pflanze vertrocknet. Die sehen doch alle gut aus eigentlich, oder? Ah, warte mal, da hinten sehe ich eine. Die blinkt braun. Ja, genau. So. Bin schon wieder weg. Hat er gemacht. Uff, der schläft da. Und wir hätten beinahe den Zaun abgerissen. Schweine. Das wäre traurig gewesen. Wie das Hühnchen da läuft. Finde ich schon lustig. Du kannst auch dir außerhalb der Grenzen anschauen, was man braucht, damit die kommen in den Garten. Solange sie nicht zu weit weg sind. Ah, drei Mais. Drei Mais. Kommen.
Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Das soll es also sein? Sehr komisch, dass bei euch der Stream immer abreißt. Wirklich sehr komisch. Wartet mal kurz, ich guck mal was nach. Ups, Entschuldigung. Nee, läuft eigentlich auch durchgängig. Twitch-Strafe für das Spiel, wer weiß. Noch gegraben. Was macht? Ja, nee, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass das nicht... Also, weil... Jetzt habe ich neues Internet, jetzt hänge ich am Kabel. Ich habe alle Fehlerquellen potenziellen beseitigt. Es zeigt mir an, dass bei mir alles perfekt läuft, wenn jetzt wieder was ist. Dann mag ich Twitch nicht mehr. Wenn du die X-Taste gedrückt hältst, kannst du die Größe des betroffenen Bereichs ändern, indem du den linken Stick... Den linken Stick? Wasser. Das sieht nicht schön aus. Komisch. Ich starte vielleicht einfach mal den Stream neu. Vielleicht ist er... So, gucken wir mal, ob es jetzt passt. Ach. So, was ist passiert? Du hast nochmal Wurmlies gekreuzt. Ja. Warum wird es schwerer? Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht mehr genau. Aus irgendeinem Grund steigt der Schwert. Ach, je mehr man kreuzt. Genau. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Man braucht auch immer eine bestimmte Anzahl von Kreuzungen, damit man überhaupt spezielle erschaffen kann oder irgendwie so Zeugs. Es ist kompliziert. Jetzt packt der Marienkäfer auf den Maiskolben. Typisch. Of course. Ach Gott, geht. Jetzt kommt halt der andere auch weg. Noch. Geht weg, bitte. Gott. So. Dankeschön. Sind die für den Hahn? Ja, die sind für den Hahn. Cool. Ein neues Wurm. So, das Legst Ei lege ich jetzt ins Wasser. Wenn das geht. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ein Unterwasserwurm, ein Seewurm. Ja, so eine blöde Schnecke. Das ist meine ganze Grundflug. Jetzt haben wir natürlich unser Privileg verloren, unser seltenes Privileg, dass man die Qualität des Streams verändern kann. Schade, schade. Ah, wir sind schon wieder alle verliebt, mein Gott. Eine Wurmli-Plage. Ein neues Baby. Es ertrinkt. Es ertrinkt. Das ist wirklich furchtbar. Mein Gott, der frisst meine ganzen Pflanzen. Du bist sauer. Ja, ja, so ist es. Der müsste jetzt mal so eine Brombeer. Wo ist denn blöder Sido-Mensch? Und wo ist eigentlich das Hahnhähnchen? Das sind schon die ganze Zeit zwei so Motten in deinem Garten. Was wollen ich die weiß, denn eigentlich? Ich brauche ein Gänseblümchen. Und ich habe genug dastehen, glaube ich. Warte mal. Ich dachte, Schneeglocken. Hat eine Schneeglocke gegessen.
Schneeglocke. Ist das eine Schneeglocke? Nee, Schneeglocken sehen irgendwie anders aus. Hallo? Schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie. Abraxe, danke schön für die Bits. Hurra! Dankeschön. Ach. Du willst also kaum. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. The bits. The bits. Okay, okay. Take it easy on the... The bits. Da, Schneeglöckchen. Die müssen jetzt nur noch wachsen und dann... Ich die jetzt gießen? Ich denke schon, ja. Das sollte, glaube ich, wenn es nicht regnet, alles gießen. Da ist Sidos. Schnell. Ach ja. Er gibt uns hoffentlich Brombeeren. Man muss schon etwas Besonderes... Wer weiß, was das war? Ah, guck mal, da ist ein Frosch in den Teich eingezogen. Cool. Den habe ich da auch gewollt. Oh, ein Baum. Uiuiui, da müssen wahrscheinlich ein paar Blumen weichen, damit der auswachsen kann. Aber schauen wir mal, das wird uns schon gesagt. Ein Apfel, unser erster Baum. Verrückt. Ah ja, du brauchst noch ein Quadratfinometer Wasser und ein Taffy. Ah ja, natürlich, ist der Fliegen, ist eh klar. Gute Nacht, Abraxe, mach's gut. Tschüssi. Die schädlichen... Hey! Ah, das ist so eine... Naja, gut, kann man ja auch mal pflanzen. So schlimm sind die schon nicht. Ist das auch ein Baum? Ich war ein Busch. Am Busch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vielleicht verwechsel ich die auch. Vielleicht sind die gar nicht böse. Du kannst ihn auch mit der Schaufel hauen. Ich habe das Gefühl, du willst, dass ich ihn... Ich sage ja nur, jetzt gibt uns keine Samen mehr. Ich finde, der hat es verdient. Aua. Wenn du mich haust, fallen Samen aus meinem Rucksack und meine Maske geht kaputt. Dann kann... Sobald ich meine Maske geflickt habe, bekommst du super Ärger mit den Samen. Aber irgendwie sind gar keine Samen aus ihm rausgefallen, doch, oder? Einer. Ach so, na klar. Also. Ja, das ist langweilig. Eine Pflanze vertrocknet? Es regnet doch. Wie kann das sein? Ah, der Baum vertrocknet. Kann das sein? Aha, muss man den Baum gießen, auch wenn es regnet. Seltsam. Oh, Entschuldigung, ich habe den Marienkäfer gegossen, das mögen die nicht. Naja, okay. Ein riesiges Ding. Ja. Ich bin schon wieder von irgendwas angegriffen. Was werdet ihr denn angegriffen? Wer denn? Vielleicht nur, weil ich gegossen habe. Was? Ach, Schneck. Oh, guck mal, der Trick. Ah, niedlich. Du kannst übrigens theoretisch in der Wüste... Und auch in der Antarktis, das ist noch ein anderes Gebiet, da warst du noch gar nicht, noch Fallen aufstellen und versuchen Tiere anzulocken und sowas. Theoretisch. Aha, eingepflanzt, bevor es essen konnte. Gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Oh Gott, Entschuldigung. Voll an das, voll an den Ständer gehauen. Gute Nacht, bitte, Altwirt. Ciao. Oh. Ein saurer Lemoning. Gleich zwei saure Lemoning. Der war so sauer, dass er geplatzt ist. Dies ist ein wütendes Pinata. Erzürne den sauren Lemoning nicht, sonst explodiert er.
Nur hier in der Eiswüste kann er explodieren. Da ist ein Schneebunny-Hop. Ich weiß nicht, ob das andere sind als die, die wir haben. Wie kriege ich einen Fallen? Hätte ich die vorher kaufen? Es ist nie zu spät, ich glaub, die für eine gut platzierte Falle. Sie wird dir Glück bringen, glaub mir. Ja, ja. Ich glaube. Das sind nur Häschen, oder? Irgendwie nur Häschen und so ein Lemoning, ja. Kannst du mal, klick mal, kannst du die anklicken, die Hasen? Oh, guck mal, da kommt ein Schneefuchs. Haha, komm her. Ah, der ist zu weit weg, den kann man nicht anklicken. Das ist falsch. Ach, das ist der Geysir. Ach so, ja. Na komm. Stückchen noch. Dass der Hase da neben dem Fuchs einfach so bleibt. Ah, jetzt läuft er rein, oder? Kauf doch mal Köder. Vielleicht schauen wir mal, was es gibt an Köder. Vielleicht ist da irgendwas, das Sinn macht für einen Fuchs. Der schnuppert so. Was könnte der wollen? Es ist nie zu spät für eine gut platzierte Falle. Kartoffel. Kartoffel weiß ich nicht. Was gibt's denn so? Stechpalme. Geh mal. Nee, das ist schon deine Überkategorien, oder? Nee, du hast recht. Süßkartoffel, Stechpalme. Ja, ich meine, die Süßkartoffel ist das teuerste. Vielleicht auch das beste. Aber vielleicht auch nicht. Ich wette, dass Pinatas die auf Süßig. Pinatas die auf Süßig. Schauen wir mal. Oh, er kommt wirklich näher. Guckt. Er schnüffelt. Nein! Oh! Du hast ihn auf A verscheucht. Nein! Ah! David. Ah! Aber jetzt weißt du wenigstens, dass diese du auch andere verscheuchen kannst. Diese dumme Scheißsteuerung, ganz ehrlich. Ach, zum Kotzen. Aber da ist noch einer, ist schon okay. Den nicht verscheuchen. Oh, oh. Okay, die Hasen gehen wieder. Ah, da kommt er, auf Y. Jeder Köder ist geeignet. Nur, na dann. Komm, Fuchs. Na komm her. Komm zu mir. Ja, ganz recht. Hol dir die köstliche Süßkartoffel. Nein. Wo gehst du denn hin? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, ich glaube. Er hat die Kamera entdeckt, glaube ich. Jetzt ist er misstrauisch geworden. Ja, das sieht aus wie. Nom nom nom. Nom 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 nom. Jetzt wird er zermalmt. Oh oh. Dein Freund hat Angst. Ja. Jetzt abschicken, genau. Und dann können wir die zu Hause im Postamt abholen. Okay. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Spezies ist wie die anderen. Ein Fatschhawk. Ob der wirklich voller Fatsch ist. Sieht aus, als wäre da ein Futschhawk. Er mag Stechpalmen und wenn du eine hast, lässt er sich blicken. Oh mein Gott, ich schlag immer an den. Entschuldigung, ich hoffe, man hört das nicht so laut. Sag mir Bescheid, ob es noch Fehler gibt. Würde mich interessieren, oh ob das eine einmalige Sache war oder. Saudi. Oder ob es weiterhin spinnt. So, Postamt. Guck mal, da hinten ist der Gockel wieder. Bisher nix, ne? Das ist gut. Ah, wäre nicht schon Mais irgendwo genug eigentlich? Ja, ist genug Mais da. Guck mal, da wäre sogar noch ein. Stimmt. Wo ist jetzt das blöde Postamt, ja, ey? Ja, in Menü, in die Ach, Stadt. Ach, Menü. Ah. Wow, du bist früher auf als die meisten Pinatas. Gefangen. Ich glaube, man kann die auch einfach stehen lassen, dann kriegt man zufällig irgendwas. Du musst eine schöne Stelle im Garten suchen, um es zu platzieren. Hm.
Im Wasser. Ich glaube, in Wirklichkeit muss die Stelle nicht schön sein. 1 von 1. Sepulon. Auspacken. Platzieren. Jetzt musst du... Was braucht der gleich nochmal, dass er hier bleibt? Du musst einen Hasen essen, oder? Auspacken, bestätigen musst du noch. Das ist wirklich ein bisschen kompliziert alles. Ja, es ist furchtbar. Ja, genau. Ein Hasen oder ein Truthahn essen. Wir haben keinen Hasen. Dann brauchen wir Karotten. Oh, Sidos ist jetzt gekommen und hat böse Samen in deinen Garten geworfen, der Arsch. Ich schätze, du hättest jetzt gerne etwas Schnee. Hier ist das Schneepaket. Damit kannst du deinen Garten besser an die Bedürfnisse der Pinarktiktiere. Wo? Löwenzahn. Ist schon gewachsen. Schnell, den müssen wir, glaube ich, mit der Schaufel kaputt hauen. Oder du lässt ihn wachsen und schaust, was passiert. Manchmal passieren auch positive Effekte bei so Unkraut. Gut. Kann aber auch negative Effekte auf Tiere haben. Ich weiß es nicht. Ah. Was war denn das? Oh, der Löwenzahn, der schreit und alle kriegen Angst. Ja, dann nimm eine Schaufel und hau ihn kaputt. Alle haben Angst vor dem Löwenzahn. Nimm das, Löwenzahn. Jetzt musst du den Samen auch am besten noch kaputt haben, weil sonst wachsen die immer wieder. Aber jetzt liegt hier eine Löwenzahnblüte. Vielleicht findet das irgendjemand... Ah, da ist schon einer gewachsen. Hau ihn gleich kaputt. Bei Unkraut ist das Teil, die vermehren sich halt wie blöd. Nein. Ah. Okay, ich glaube, jetzt passt's. Den kannst du stehen lassen. Der tut nichts. Den wollen vielleicht sogar irgendwelche Tiere essen. Das ist cool.